Sie heißen Julie Schwert, sind geboren am 27. Oktober 1990 in Korndorf. Sie wohnen in Korndorf, sind ledig und milchwirtschaftliche Laborantin. Auf dem Faschingsball der Familie Hohenleitner in Korndorf am 11. November 2011 schlich die Angeklagte gegen 23 Uhr zu der Scheune des Hofes. In dieser vergnügten sich nahezu entkleidet ihre Schwester Natascha Schwert und Xaver Woldach, der damalige Freund der Angeklagten. Aus Wut nahm die Angeklagte einen Paintball-Markierer und gab durch das Fenster der Scheune eine nicht mehr näher zu bestimmende Anzahl an Schüssen auf die beiden ab. Natascha Schwert und Xaver Woldach erlitten zahlreiche Hämatome am gesamten Körper und der Zeuge Woldach zudem eine Platzwunde auf Höhe der linken Augenbraue. Die Angeklagte wird somit der gefährlichen Körperverletzung in zwei tateinheitlichen Fällen beschuldigt, strafbar gemäß § 223 Absatz 1. Frau Schwert, die Anklage haben Sie nun gehört. Möchten Sie etwas dazu sagen? Ja klar, weil ich bin ja das Opfer und nicht meine Schwester. Ich habe auch nicht auf die zwei geschossen, sondern die hat einfach nur von Anfang an darauf abgesehen, meine Beziehung kaputt zu machen und hat einfach nur noch die passende Gelegenheit gebraucht. Und diese Gelegenheit hat sich Ihrer Schwester, so wie es aussieht, auf diesem Faschingsball in Ihrem Heimatdorf ja auch geboten an dem Abend. Hm? Allerdings, ich habe mich an dem Abend mit meinem Freund Xandi gestritten und bin dann nach Hause. Und meine Schwester hat natürlich nichts Besseres zu tun, als sich sofort an meinen Freund ranzuschmeißen. Und der, mein werter Freund, inzwischen Ex-Freund, hat sich natürlich von der auch gleich in die Scheune ziehen lassen. Echt, wäre sie einfach in der Stadt geblieben, dort, wo sie hingehört. Sie wohnen im Gegensatz zu Ihrer Schwester noch in diesem kleinen Dorf? Ja, ich wohne mit meinen Eltern zusammen und ich bin dort auch groß geworden und ich finde es auch echt schön dort. Bis eben mal wieder meine Schwester dann auftaucht, mit Sack und Pack vor der Haustür steht und totales Chaos in unser Leben bringt. Was heißt mal wieder? Meine Schwester ist jetzt 35, das heißt 14 Jahre älter als ich. Aber sie hat noch nie was in ihrem Leben auf die Reihe bekommen, schlägt sich mit irgendwelchen Gelegenheitsjobs durch, hat keine Freunde, außer eben ihre Männerbekanntschaften. Aber die halten ja für gewöhnlich auch nicht lange, weil sie immer noch drauf aus ist, einen Millionär kennenzulernen, der sie dann aushält. Und, war Ihre Schwester schon erfolgreich, was das angeht? Was denken Sie denn? Mit der hält's doch keinen Mann lange aus. Über kurz oder lang wird die bei jedem rausgeschmissen und dann steht sie mal wieder vor unserer Haustür, nachdem sie keinen gefunden hat, bei dem sie wohnen kann oder den sie ausnutzen kann. Und ich kann Ihnen echt garantieren, die benimmt sich sowas von zickig und arrogant zu Hause. Also die Schwester meiner Mandantin glaubt tatsächlich, sie sei etwas Besseres als die ganzen anderen Dorfbewohner. Und das lässt sie auch deutlich spüren. Was sie natürlich im Dorf selbst nicht gerade beliebt macht, nicht? Ja, meine Eltern sind auch schon komplett fertig. Aber Natascha rauszuschmeißen haben sie bisher noch nicht geschafft. Und jetzt sitzen wir erstmal beide vor der Tür, weil meine Eltern die Gerichtsverhandlung abwarten wollen. Weißt du, wo wohnen Sie dann jetzt im Moment? Ich wohne bei einer Freundin, aber ich würde einfach gern wieder nach Hause zu meiner Familie. Und deshalb ist mir auch echt wichtig, dass sie heute rauskommt, dass ich unschuldig bin, weil dass meine Eltern erstens mal sehen, was Natascha für ein Mensch ist und dass sie sehen, dass ich in der Nacht nichts getan habe. Also Sie sagen, Sie haben nichts getan. Wo waren Sie dann in der Nacht? Also an dem Abend so um 23 Uhr, das war ja der Zeitpunkt, als da in der Scheune eben Ihr Ex-Freund und Ihre Schwester mit Paintball beschossen wurden. Ich war zu Hause. Ich bin direkt nach dem Streit nach Hause und bin dann ins Bett gegangen. Was natürlich niemand bezeugen kann. Nein, weil meine Eltern waren an dem Abend unterwegs und mein Freund war ja noch auf der Feier. Und im Gegensatz zu ihm steige ich nicht mit jedem Nichtbesten ins Bett. Wissen Sie, ich glaube Ihnen nicht, dass Sie schlafen gegangen sind. Ich glaube vielmehr, Sie sind zurückgegangen zu der Feier. Und dort haben Sie beobachtet, wie Ihre Schwester und Ihr damaliger Freund in der Scheune verschwunden sind. Und da sind Sie so wütend geworden, dass Sie den Paintball-Markierer genommen haben, den der Sohn der Gastgeberin vor der Scheune hat stehen lassen. Und damit haben Sie auf die beiden durch das Fenster der Scheune geschossen. Nein, ich war zu Hause und bin auch dort geblieben. Frau Staatsanwältin, wir haben doch vorhin gehört, dass die Schwester meiner Mandantin wirklich alles dafür getan hat, um unbeliebt in diesem Dorf zu werden. Sie hat sich an alle Männer rangeschmissen, hat allen schöne Augen gemacht, um sie dann abzuservieren, wenn sie sie nicht mehr gebraucht haben. Deshalb hatten doch die ganzen Männer auch so einen Hals auf sie und die Frauen von denen sind auch kurz vorm Ausrasten gewesen. Ja, und sie sind ausgerastet. Ja gut, aber das sind ja nicht die einzigen. Diese Männer oder Frauen sind nicht die einzigen, die Motiv gehabt hätten. Es gibt da noch eine Frau Ursula Hohenleitner. Die hat Angst um ihren Sohn Robert gehabt. Sie hatte Angst, dass die Schwester meiner Mandantin auch dem den Kopf verdreht. Ja, und ich bin davon überzeugt, dass Frau Hohenleitner dann hingegangen ist, hat den Paintball-Marker genommen und hat die Schüsse abgegeben. Hab ich dir doch gesagt, dass es mit dir nichts wird. Ja, aber das konnte ich ja nicht wissen. Du verarschst dich doch nur. Ja. Das heißt, du konntest es nicht wissen. Ich hab's dir doch oft genug gesagt. Hallo. 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 Servus, Sunny. Das ist aber lieb von dir. Sind die Blumen für mich? Finger weg, die sind für Jule. Weißt du was, so mickrige Blumen hätte ich eh nie angenommen. Aber die Jule, die fällt auf diese billige Entschuldigung bestimmt herein. Sag mal, wie redest du über deine Schwester? Du bist immer noch sauer auf mich, oder? Ja, und wie, natürlich! Natascha Schwert, bitte. Sag mal, erzählst du eigentlich immer noch diesen Schmarrn, dass ich dich auf dem Faschingsball vergewaltigt hätte? Und dass ich dich in der Scheune zum Sex gezwungen hätte? So ist es gewesen, genau so!
Sag mal, mach dich doch nicht lächerlich, hey. Totaler Schwachsinn. Ja, das sehe ich anders. So. Wollen wir mal sehen, wie das nachher ausgeht. Ja. Sind schon aufgerufen. Kommen ja, Sie mal rein, ich komme. Bitte. So, Xandi, jetzt werde ich denen da drin mal erzählen, wie es wirklich war. Ach, deinem Schandmaul glaubt doch sowieso keiner! Du durchtriebenes Biest! Das war wirklich so, wirklich. Sie hat mich doch fast zum Sex gezwungen. Ich konnte nichts dafür. Das ist so eine billige Ausrede. Das ist wieder mal typisch, Mann. Jule wird dir sowieso nichts glauben. Musst du belehren, dass erst Zeugen hier die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Ja. Sie heißen Natascha Schwertz, Sie sind 35 Jahre alt. Wo wohnen Sie zurzeit? Bei meiner Freundin in Passau. Meine Eltern lassen mich zurzeit ja nicht bei sich wohnen. Sie sind ledig. Was machen Sie beruflich? Zurzeit mache ich nichts. Aber ich habe einmal eine Ausbildung zur Friseurin gemacht. Ja, die du aber auch abgebrochen hast, alles, was du anfängst. Ja, das interessiert doch jetzt hier keinen. Also ohne Beruf im Moment. Nachdem die Angeklagte ihre Schwester ist, haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie müssen nicht aussagen. Na, natürlich will ich aussagen. Nach dem, was sie gemacht hat. Vielleicht fangen wir aber mal ein Stück früher an. Also wenige Wochen vor diesem Vorfall, um den es heute hier geht, sind Sie wieder nach Korndorf zu Ihren Eltern gezogen. Ja, und das war echt die Hölle, hey. Ich habe zuvor bei meinem Freund in München gewohnt. Aber von dem musste ich mich leider trennen, weil der konnte mir kein ordentliches Leben bieten. Und der hat mich nicht gut behandelt und auch ständig schikaniert. Hallo? So viel ich weiß, hat er dich verlassen, weil du ihn betrogen hast, so wie du es mit jedem machst. Ach komm, hey, Jule, du solltest nicht glauben, worüber sich die Dorftrottel das Maul zerreißen. Jedenfalls bin ich erstmal wieder zu meinen Eltern aufs Land gezogen. Und wie war das für Ihre Schwester? Wie hat die darauf reagiert? Die kam natürlich überhaupt nicht damit klar. Ich bin erst mal heim, weil ich total fertig war vor Liebeskummer. Ich habe wegen Trost und Schutz gesucht. Aber unser Nesthäkchen hat nur gegen mich gestänkert und mich von morgens bis abends angezickt. Sag mal, nenn mir einen Grund, warum ich mit dir Mitleid haben sollte, ja? Immerhin, du bist 35, Natascha. Du bist bei deinem Freund rausgeflogen, weil du ihn betrogen hast. Und meinst du nicht, es wäre mal an der Zeit, sich eine Wohnung zu suchen und nicht ständig den Eltern auf die Nerven zu gehen? Schätzchen, das sagt die Richtige. Du wohnst doch auch noch daheim. Und auch wenn ich 35 Jahre alt bin. Ja, Eltern sind immer für ihre Kinder da, falls es denen mal schlecht gehen sollte. Aber das raffst du ja nicht. Die Prinzessin denkt ja nur an sich selbst. Ich darf mich ja wohl noch aufregen. Seitdem du da warst, musste ich meinen Bereich im Dachgeschoss teilen. Und er war schon fast wie meine eigene Wohnung. Und ich hatte null Privatsphäre mehr. Wieso haben Sie keine Privatsphäre mehr? Weil die beiden Räume direkt nebeneinander waren. Und man musste durchs Wohnzimmer, in dem ich inzwischen gewohnt habe, um ins Schlafzimmer zu kommen, in dem meine Schwester sich einquartiert hatte. Und ja, deshalb hatte ich überhaupt keine Privatsphäre mehr und konnte mit Xandi nie ungestört sein. Ja und? Ihr hättet euch doch auch bei Xandi treffen können. Ach komm, es ist doch nicht nur das. Du fühlst dich zu Hause, hast du dich ständig wie die Primadonna aufgeführt. Entweder war Madames edlem Mund unser Essen nicht zuzumuten oder unser Weichspüler hat ihre Haut nicht geschmeichelt und sie hat überhaupt nichts im Haushalt gemacht. Sie hatte ja genügend damit zu tun, sich ständig im Bad stundenlang schick zu machen und dann irgendwelche Männer aufreißen zu gehen. Hallo, ich habe keine Männer aufgerissen, ja? Wenn, dann war es umgekehrt. Und, na, ja und? Ich bin halt eine Frohnatur. Ich bin eine gesellige Person und sehr kommunikativ. Da kommt man halt schnell ins Gespräch. Außerdem, was kann ich dafür, dass ich so gut ausschaue? Ach, komm. Die Männer bei uns auf dem Dorf lecken sich alle Finger nach mir. Ja, klar. Du willst doch den Männern nur wieder den Kopf verdrehen, dass du sie ausnutzen kannst, ja? So wie du es mit jedem machst. War der Xaver Woldach auch so ein Mann, der sich für sie interessiert hat? Ja, sicher. Der war sogar besonders scharf auf mich. Aber ich habe mich da nicht drauf eingelassen, weil schließlich war der Xander ja Jules Freund. Ja, bis zum Faschingsball habe ich ihn auf jeden Fall abblitzen lassen. Der wollte okay? Nie ernsthaft was von dir, ja? Oh, doch. Und das hat die Jule auch absolut gemerkt. Die war mega eifersüchtig. Und sie hat mir sogar gedroht. Wenn du mich mal erwischt mit dem Xandi, würdest du mir sogar die Augen auskratzen. Wann hat sie ihn so gedroht? Ja, das war kaum eine Woche vor dem Faschingsball. Deswegen ist es doch total klar, dass sie das war. Erstens habe ich mit der Aktion in der Scheune nichts zu tun. Und zweitens habe ich dir auch nie gedroht. Ich habe dir lediglich gesagt, du sollst die Finger von meinem Freund lassen, ja? Und eigentlich habe ich Xandi auch vertraut, weil wer lässt sich schon mit jemandem wie ihr ein? Aber naja, du hättest dich trotzdem nicht einmischen brauchen. Schwesterherz,
Soll ich dir mal was sagen? Dein Xandi hat es total genossen. Er war total happy in der Scheune, weil er endlich mal eine richtige Frau zu packen bekommt. Eine, die weiß, was ein Mann will. Ja, ja. Und das hat er mir nicht nur einmal gesagt. Kurz zuvor hat er aber zu mir noch gesagt, dass du ein hässliches, schrumpeliges Brathähnchen bist, was sich einfach nur peinlich und billig benimmt. Dafür ist er aber sehr schnell mit mir in der Scheune verschwunden. Auf mit deinem dummen Geschwätz. Was ist denn passiert in der Scheune an dem Abend? Naja, ich habe mich teilweise aus meinem Kostüm gepellt. Der Xandi kam nicht schnell genug aus seinem Ganzkörper-Gorilla-Kostüm und fing an, an mir herumzuschrauben. Und dann hat es auf einmal geknallt. Und ja, Xandi hat geschrien wie am Spieß. Ja, und wir haben dann halt gemacht, dass wir schnell raus aus der Scheune. Haben Sie draußen dann jemand gesehen? Ja, die Ursel, die stand draußen, die Bäuerin. Und die wollte auch noch auf uns los. Die hat uns für Hühnerdiebe gehalten oder was weiß ich. Wir sind dann auf jeden Fall schnell ums Eck, der Xandi und ich, zurück zur Feierhalle. Ja, und dann stand da halt ein Cowboy, der hat mich beruhigt, der hat uns Decken gebracht, ja, und der hat letztendlich dann auch den Notarzt gerufen. Mhm. Man sieht ja auf den Bildern, das waren wirklich viele Schüsse, die Sie da getroffen haben. Einige davon sind gelb und das hat man analysiert und dieses Gelb ist genau dieselbe Farbe wie in diesen Kugeln. Und diese Kugeln waren in dieser Waffe drin, das spricht natürlich dafür, dass das hier die Tatwaffe war. Frau Schwert, jetzt haben Sie uns ja vorhin geschildert, dass Sie starke Schmerzen gehabt haben, durch die Schüsse verursacht. Ich will Ihnen sagen, dass ich aber dennoch nicht glaube, was Sie geschlussfolgert haben, nämlich, dass meine Mandantin die Tat begangen hat. Ja, ja, wer soll es denn sonst gewesen sein? Nun, das ist schon nicht so eine ganz feine Ankündigung, dass man daraus dann Schlüsse zieht. Aber ich will Ihnen sagen, wer es gewesen sein könnte. Da gab es doch genügend Männer, denen Sie schöne Augen gemacht haben, die Sie dann noch haben abblitzen lassen. Und genauso viele enttäuschte Frauen hat es gegeben, die nämlich eigentlich ehemals vielleicht an den Seiten dieser Männer waren. Also das sind ausreichend Motive, denke ich. Moment mal, ich habe vorhin erzählt, dass ich nicht diejenige war, die den Männern schöne Augen gemacht hat, sondern umgekehrt, ja? Und mein Gott, ich bin deswegen drauf eingegangen, aber nur so zum Spaß. Und an dem Abend habe ich niemandem schöne Augen gemacht, ja? Sagen Sie uns doch bitte, wie Sie zu Ursel Hohenleitner und deren Sohn Robert stehen. Ja, die Ursel, die kenne ich schon ewig. Die wohnte sie sich auch in dem kleinen Korndorf. Es hat ja nur 350 Einwohner. Ja, und der kleine Robert ist ganz okay. Er verbringt halt viel in Kuhstall, ist ein komischer Kauz. Er hat mich ab und zu mal mit in die Disco genommen. Aber das war's auch schon. Der Robert hat ja ein Auto und ist ansonsten auch ein bisschen ein treudover Kerl. Und genau dein Beuteschema, ja? Und du hast ihn so ausgenutzt, dich überall von ihm rumfahren lassen, ja? Und als Dank dafür hast du ihn einfach ohne Ende angegraben. Ach, ich hab von Robert nie was verlangt. Ah ja? Du wusstest ganz genau, dass Robert in dich verliebt ist und du hast ihn die ganze Zeit nur verarscht, ja? Inwiefern? Sie hat von ihm verlangt, dass er sich ein Brustwarzenpiercing stechen lässt. Als Zeichen seiner Liebe. Du stehst ja anscheinend nur auf Männer, die ein Brustwarzenpiercing haben. Robert hat das dann ernsthaft noch machen lassen, ja? Und du hast ihn trotzdem abblitzen lassen. Hm, verschwert. Und was ist passiert? Dieses Brustwarzenpiercing hat sich entzündet. Und gerade in dem Moment, als Robert sich das abnehmen lassen wollte oder selbst machen wollte, kam seine Mutter herein und war natürlich völlig geschockt, als sie gesehen hat, was der Sohn da für Schmerzen erleiden musste. Und als sie dann erfahren hat, dass das Ganze nur durch ihre Inspiration, so will ich es mal nennen, passiert ist, ist sie natürlich ausgerastet und zur Tat geschritten. Das habt ihr beiden euch ja schön ausgedacht. Ich hab den Robert nicht dazu angestiftet, sich ein Piercing zu machen. Da hab ich nichts am Hut, ja? Und das weiß die Ursel auch. Schwachsinn. Natascha, Robert stand kurz vor einer Blutvergiftung. Wegen dir. Der Arzt hat auch noch gemeint, dass er, wäre einen Tag später gekommen, hätte es zu spät sein können, ja? Und in der Nacht ist die Ursel vielleicht einfach ausgerastet, wollte sich für den Robert rächen und hat dann auf euch beide geschossen. Also jedenfalls sehe ich ihre Theorie. Die ja sowieso völlig aus der Luft gegriffen ist, als völlig hinfällig an. Genau, die Jule war's. Noch weitere Fragen? Keine Fragen. Gerne. Xaver Woldach, bitte, da dürfen Sie einen Platz nehmen, Sie bleiben unvereidigt. Hallo, Herr Woldach. Hallo. Jule, ich wollte mich bei dir entschuldigen, es tut mir leid. Die sind für dich. Bitte komm zu mir zurück. Xandi. Ich weiß nicht, wie und ob ich dir das verzeihen kann. Hey, es war meine Schwester, ja? Mann, mir tut's doch leid, aber sie hat mich doch fast dazu gezwungen. Schwachsinn, so schnell wie du blank gezogen hast in der Scheune. Ach, halt deinen Mund! Jetzt setzen Sie sich erst mal hin. Sie haben das richtige Thema zwar schon angesprochen, aber wir machen das ein bisschen anders. Ja? Sie haben gleich Gelegenheit, sich zu dem Ganzen zu äußern. Aber als Zeuge, und das ist der große Unterschied, als Zeuge müssen Sie die Wahrheit sagen, sonst machen Sie sich strafbar, klar. Ja.
Also, Sie heißen Xaver Woldach, 23 Jahre alt, Sie wohnen in Korndorf, Sie sind ledig, Landmaschinenmechaniker, verwandt, verschwägert, verlobt mit Angeklagten. Nein, aber sie ist meine Freundin. Ich war es, bis du alles kaputt gemacht hast. Also, wir wollen heute klären, ob die Angeklagte da am Abend des 11. November bei dem Bauernhof, wo dieser Faschingsball stattfand, in der Scheune auf die Natascha Schwert und sie geschossen hat, als sie, naja, ich nenne es jetzt mal, gerade mit einem Liebesabenteuer beschäftigt waren. Ja? Fangen wir mal ganz am Anfang des Abends an. Sie sind zu diesem Faschingsball gemeinsam mit Ihrer damaligen Freundin hingegangen, der Angeklagten. Ja, das ist richtig. Wir feiern häufiger mal in den Fasching rein. Besonders wenn es am Freitag liegt, dann können wir halt am nächsten Morgen ausschlafen. Und wir hatten uns super auf das Fest gefreut. Und wir haben sogar zusammen Kostüme ausgesucht. Ich hatte ein Gorilla-Kostüm und ja, habe King Kong gespielt. Und sie war Anne, die Frau, in die sich King Kong verliebt hat. Und sie hat sich voll viel Mühe gegeben mit ihrem Kleid, mit ihren Haaren. Ja, ist ja gut. Aber dann ist es doch irgendwann an dem Abend auf dem Ball alles ganz anders gekommen, oder? Ja, ich weiß auch nicht, was passiert ist. Was haben Sie gemacht? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was anders war an dem Abend. Naja, Sie waren mit Ihrer Freundin da, haben sich um Ihre Freundin gekümmert oder um eine andere Frau? Jetzt ja, nein, ich habe mich nicht wirklich um sie gekümmert. Aber das lag nur daran, dass ich meine Freunde begrüßen wollte. Ich habe die gesehen, ich bin zu denen hingegangen, kurz Hallo gesagt. Und dann haben wir uns aus den Augen verloren und es ist halt ein bisschen länger geworden. Und als ich sie dann um 10 Uhr wieder an der Bar gesehen habe, naja, war ihre Laune halt schon ziemlich im Keller. Ich habe es verlaut. Das heißt, die Laune war im Keller? Wollte sie überhaupt noch bleiben? Nein, sie wollte dann auch heim. Hat sie dann auch das Fest verlassen? Ja, sie meinte, ja, ich wolle mich doch sowieso nur mit meinen Freunden besaufen und ich würde sie links liegen lassen. Naja, und dann ist sie nach Hause gegangen. So war es doch auch. Hey, wir hatten uns zusammen auf den Abend gefreut, ja? Und wollten uns einfach einen lustigen Abend machen. Mann, es tut mir leid, Jule, wirklich. Oh, Jule, ey, wie unflexibel bist du denn? Kannst du dich nicht ohne deinen Freund amüsieren auf einer Party? Quatsch, nein, ich bin schuld gewesen. Ich habe mich nicht richtig um sie gekümmert. Und ich habe mich noch lustig gemacht über sie, weil, ja, weil sie dann so gegangen ist und ist sie sauer abgezogen und, ach, es war einfach total daneben, es tut mir leid. Klingt nach schlechtem Gewissen, hä? Ja, super schlechtes Gewissen hatte ich dann. Ja, muss ja ziemlich schlechtes Gewissen gewesen sein, was sich dann direkt mit meiner Schwester in die Scheune getrieben hat. Ach, du weißt doch, was ich immer gesagt habe. Wie ekelhaft ich sie finde, dass man mir sie nackt auf den Bauch hätte binden können und da wäre nichts passiert. Ja, und was war dann an dem Abend anders? Ja, gut, ich weiß nicht. Sie weiß halt, wie man einen Typen rumkriegt, der ziemlich angetrunken ist. Klar, der Alkohol ist schuld. Ziemlich schlechte Ausrede, oder? Ja. Lassen Sie uns mal konkret werden. Was hat sie denn gemacht? Wir waren auf der Feier und dann hat sie mich irgendwie nach draußen gelotst. Und als wir dann draußen waren, wollte sie in den Hühnerstall, da zu den Hühnern. Und ja, als wir im Hühnerstall waren, hat sie mich schon in die Wand gepresst. Moment, Sie waren nicht im Hühnerstall, das ist eine Scheune, oder? Ja gut, es ist eine Scheune, aber da sind auch die Hühner drin, richtig, ja. Und da hat sie mich an die Wand gepresst und dann schon angefangen, an mir rumzumachen. Klar, und du konntest dich nicht dagegen wehren. Ne? Mann, Juli, ich war total betrunken. Ach komm, echt. Ich habe deine Lügengeschichten so satt. Erst machst du so eine Scheiße und dann lügst du hier so rum. Echt, Jule, ich glaub's wirklich einfach nicht. Hey, wow, du warst meine große Liebe, ja? Und dann wegen so einem blöden One-Night-Stand setzt du einfach alles aufs Spiel? Mann, bitte, Jule, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Jetzt tu doch nicht so, als wenn du hier das arme Opfer wärst, ja? An dem Abend konntest du nicht genug von mir kriegen. Das ist ja peinlich, ist das. Na gut, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte mich wehren müssen, ich weiß. Jedenfalls haben Sie dann ordentlich was abbekommen noch an dem Abend, ja? Bin ich nicht genug gestraft damit? Guck dir doch die Bilder da an, wie ich zugerichtet worden bin. Also ich verlese mal das ärztliche Gutachten. Auch Sie wurden da mehrfach mit diesem Paintball-Marker beschossen. Und hier steht, Einschuss darf ein Patienten an der linken äußeren Augenbraue, das heißt, es ist knapp am Auge vorbeigegangen. Dadurch haben Sie dann eine Platzwunde an der linken äußeren Augenbraue erlitten und natürlich am ganzen Körper zahlreiche Hämatome. Genau, und wäre es nur ein bisschen weiter unten gewesen, ich hätte blind sein können. Mhm. Haben Sie erkannt, wer auf Sie geschossen hat? Nee, das konnte ich nicht sehen. Aber ich bin mir super sicher, dass sie es nicht gewesen ist. Sonst ja, hätte wie sie sind da bitte schön die Fingerabdrücke Ihrer Ex-Freundin auf diesen Paintball-Markierer gekommen? Ach, das muss irgendwie an dem Arm passiert sein. Irgendwie. Also, ja, Robert, der hatte diesen Paintball-Markierer da mit an dem Abend. Und der hat damit rumgeschossen, er hat ihn auch mal rumgereicht. Dann muss sie ihn wohl auch mal in der Hand gehabt haben. Ja, ich habe Robert nämlich mit dem Teil schießen sehen und ich wollte einfach nur wissen, wie es funktioniert. Und somit sind dann meine Fingerabdrücke auch da drauf gekommen. Ja gut, bei der Polizei, muss ich ehrlich sagen, hat aber der Robert Hohnleitner sich da nicht erinnern können, dass sie das mal in der Hand gehabt hätten. Also festzuhalten ist aber doch, auf diesem Paintball-Markierer sind unterschiedliche Fingerabdrücke gewesen.
Und die haben sich auch gegenseitig überlagert. Deshalb kann man keine weiteren Schlussfolgerungen ziehen. Also Platz genug ist da für Fingerabdrücke auf dieser Waffe. Ich nenne es jetzt einfach mal Waffe. Und die Spurensicherung hat das natürlich genau untersucht. Allerdings konnten wohl wirklich einige Abdrücke nicht analysiert und zugeordnet werden, weil sie sich eben gegenseitig überlagert haben. Und deshalb haben die Fingerabdrücke meiner Mandantin hier nichts zu bedeuten. Bleiben wir aber mal bei den Spuren. Welche Schuhe hatten die Angeklagte an dem Abend angehabt? Die hatte High Heels an und mit den High Heels ist sie dann auch um 10 Uhr, als sie dann nach Hause gegangen ist, beleidigt. Ja, nach Hause gegangen und sie hat es ja nicht weit. Sie ist das Feld runter und dann noch den Wald lang. Wald gut, High Heels hin oder her, gehören diese Stiefel ihrer Freundin? Weiß ich nicht. Ja, das sind meine Stiefel. Direkt neben dem Scheunenfenster ist nämlich ein Abdruck dieser Stiefel sichergestellt worden. Direkt neben Scheunenfenster heißt, ziemlich genau an der Stelle, von der aus geschossen wurde. Schauen Sie mal, die Hohenleitners wohnen bei uns im Ort. Das heißt, ich bin fast täglich bei denen auf dem Hof. Und außerdem habe ich denen zu den Vorbereitungen für den Faschingsball geholfen und war am Tag zuvor noch bei ihnen, um Deko-Girlanden vorbeizubringen. Also, meine Mandantin ist eben da an der Scheune vorbeigelaufen und daher stammen auch diese Abdrücke. Einen Tag zuvor hatte ich nämlich genau die Stiefel an. Das glaube ich Ihnen nicht. Sie sind in dieser Nacht zur Feier zurückgegangen. Und dort haben Sie Ihren Freund, Ex-Freund, und Ihre Schwester in Flagrante erwischt, als Sie in die Scheune gegangen sind. Nein. Und da wollten Sie den beiden eine Abreibung verpassen und haben zu diesem Paintball-Markierer gegriffen, den der Sohn der Gastgeberin, dieser Robert Hohnleitner, dort stehen gelassen hat. Das und damit haben Sie auf die beiden geschossen. Das ist nicht wahr. Wenn Jule das sagt, dann ist das auch so. Wenn sie zu Hause war und geschlafen hat, dann hat sie das auch gemacht. Oh, Xani, das ist ja süß, wie du dich hier für die kleine Jule einsetzt. Ach, Quatsch, Sie sollten sich viel lieber mal diesen Robert vorknüpfen, ja? Dem gehört schließlich auch diese Paintball-Waffe. Und der ist von ihr enttäuscht worden. Jetzt fängst du auch noch damit an. Ja, sie hat sich die ganze Zeit an ihn rangemacht. Und er hat sich dann in sie verliebt, davon verstehst du ja nichts. Ja, und dann auch noch die Sache mit dem Piercing. Hat der sich das Piercing denn für die Natascha Schwert machen lassen? Ja, natürlich. Er hat gedacht, dass er dann bei ihr landen kann, aber... Eigentlich wussten es alle schon, nur er nicht, dass es nicht klappen wird. Also Robert muss an diesem Abend zum einen mit seinen enttäuschten Gefühlen klar werden, zum anderen mit den Schmerzen in der Brust durch dieses entzündete Piercing. Und zum einen Überfluss muss er noch mit ansehen, wie seine Liebe mit Xaver Woldorf. Richtig, Sie sagen es. Also ihm muss da wohl eine Sicherung dann durchgebrannt sein. Und ja, er hat dann auf uns geschossen. Vielleicht wollte er auch nur verhindern, dass es bis zum Äußeren geht und... Naja, ehrlich gesagt... Also ich halte es auch für tatsächlich möglich, dass Robert hinter der Tat steckt. Auch wenn ich nach wie vor seine Mutter, Ursula, eher für die Tatverdächtige halte. Ich glaube, dass die tatsächlich ausgerastet ist, als sie gesehen hat, was dieses Piercing, das ihr Sohn hat stechen lassen, tatsächlich alles verursacht hat. Und das alles nur wegen Natascha.